Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem ersten Prehistory Kingdom Speedbuild. Ich habe mir vorgenommen, in der Alpha mit euch gemeinsam einen prähistorischen Park zu bauen mit den 6 Lebewesen, die es in Prehistory Kingdom schon gibt. Also die möchte ich alle gerne in diesem Park unterbringen. Ein Motto des Parks habe ich mir nicht überlegt, ich wollte einfach mal drauf losbauen und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht das ein oder andere Gehege dann in dem Stil machen und das nächste dann in dem Stil. Also es wird jetzt nicht alles ungefähr gleich bleiben und sowas. Ich möchte halt möglichst viel ausprobieren und schauen, dass wir schön viel Abwechslung hier in unserem Park haben. Einen Namen für den Park habe ich mir allerdings noch nicht überlegt, aber dabei seid ihr immer eine große Hilfe und sehr kreativ. Deswegen könnt ihr jetzt wieder gute Namensvorschläge für diesen Park in die Kommentare unten schreiben. Und die Leute, die dann die Kommentare lesen, ihr dürft dann gerne die Namensvorschläge, die euch gut gefallen, mit einem Däumchen hoch liken. Und dann werde ich wahrscheinlich wieder auf dem Community-Tab irgendwie eine Abstimmung oder sowas starten. Und dann finden wir sicherlich gemeinsam einen wundervollen Namen hier für unser Parkbauprojekt in Prehistory Kingdom. Für das Gehege, was ich heute mit euch gemeinsam bauen möchte, hatte ich mir überlegt, dass ich da gerne erstmal einen, in Anführungszeichen, kleinen Pflanzenfresser unterbringen möchte. Ein richtig kleiner Pflanzenfresser ist natürlich nicht. Denn den kleinsten, den wir, glaube ich, im Spiel aktuell haben, in der Alpha, das ist, glaube ich, der Nasutoceratops. Ich wollte aber gerne den Styracosaurus tatsächlich hier unterbringen, weil ich den einfach richtig toll und wunderschön in Prehistory Kingdom finde. Ich hatte mir tatsächlich auch schon so ein bisschen einen Plan gemacht, wie ich das Ganze bauen möchte, weil komplett blind drauf losbauen ist immer sehr, sehr schwierig. Gerade wenn man so ein Speedbuild aufnimmt, wenn man einfach drauf losbaut, halt viel hin und her probiert und das Ganze dann natürlich später in der Aufnahme blöd aussehen würde, beziehungsweise viel, viel zu lang sein würde oder ich halt viel zu viel schneiden müsste, damit es dann einigermaßen angenehm ist für euch zum Zuschauen. Deshalb habe ich mir gedacht, komm, investierst du die Zeit, machst du dir vorher schon mal so ein bisschen Gedanken und einen Plan und ich muss sagen, das hat sich auf jeden Fall ausbezahlt. Ich habe jetzt für das Gehege, glaube ich, insgesamt, oh, wie lange habe ich gebraucht? 3,5 Stunden oder so, würde ich jetzt schätzen. Ja, circa 3,5 Stunden, 4 Stunden, sagen wir mal. Und ich finde, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, also für ein ordentliches Gehege und ein fertiges Gehege ist das echt nicht so viel Zeit. Man muss wirklich sagen, dass Prehistory Kingdom viele, viele Vorteile hat gegenüber Planet Zoo. Aber darauf werde ich hier in diesem Video auch noch ein bisschen mehr eingehen. Es hat natürlich auch einige Nachteile, aber es ist auch noch eine Alpha, das muss man immer bedenken. Das heißt, viele Sachen, die noch stören, werden vermutlich dann später, wenn das Spiel wirklich rauskommt und fertig ist, behoben sein und verbessert worden sein. Weil ich gehe auch davon aus, dass Prehistory Kingdom, also das Entwicklerteam, relativ viel auf die Community jetzt hören wird. Gerade das Feedback, was sie jetzt bekommen, dadurch, dass wir alle schon die Alpha testen und spielen. Ich muss aber sagen, ich bin wirklich alles im Allen jetzt schon mega zufrieden mit Prehistory Kingdom. Ich hatte viel Schlechteres erwartet, weil ich bei so einer Alpha eigentlich immer davon ausgehe, dass es super verbuggt ist, noch nicht gut funktioniert, sich nicht gut anfühlt. Aber ich muss echt sagen, jetzt nach vielen Stunden Spielzeit, also ich habe jetzt schon ein paar Stunden investiert, habe ich echt nur sehr gute Erfahrungen gemacht. Die ein oder andere Sache ist natürlich noch ein bisschen störend, gerade es gibt so Ladelags zum Beispiel, wenn das Spiel diese Autosaves und sowas macht oder das Spiel stürzt ab und zu mal ab und sowas. Aber das ist dann nun mal so, ne? Damit muss man rechnen. Ich speichere auch immer zwischendurch, deswegen ärgere ich mich dann auch nicht darüber, wenn das Spiel mal abstürzen sollte, weil ich eigentlich immer relativ zeitnah dann irgendwelche Speicherstände gemacht habe. Ist aber jetzt auch egal, wir gehen jetzt mal nicht auf die Macken ein. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was ich hier überhaupt gerade im Hintergrund baue. Ich baue nämlich gerade einen kleinen Platz für die Besucher, von dem sie aus herunterschauen können auf das Gehege, was wir heute noch bauen werden. Ist eigentlich relativ simpel. Ich habe einfach so eine Betonplattform gebaut, so ein bisschen erhöht und dann unten Wasser hin, das Ganze jetzt hier abgestützt und natürlich mit einem selbstgebauten Geländer versehen. Dabei kann ich nur noch mal betonen, dieses Skalieren von den Objekten. Das heißt, man kann sich zum Beispiel so eine Holzwand nehmen und die so groß oder so klein, wie man möchte, oder so lang, so hoch ziehen, wie man möchte. Das ist einfach nur genial. Also damit kann man wirklich so viele Sachen machen. Weil ihr müsst mal überlegen, es gibt in diesem Spiel nicht mal irgendwie ein Brett oder sowas, aber das braucht man auch nicht, weil man kann einfach einen riesigen Balken nehmen und aus diesem Balken kann man sich ein Holzbrett basteln.
Und das ist einfach so unfassbar genial. Das ist auch immer sehr cool, wenn man dann zum Beispiel so Geländer baut. Und dann, ihr kennt das sicherlich, wenn dann man an der Ecke ankommt, wo man eigentlich mit dem Geländer aufhören möchte, aber das Geländer dann bei Planet Zoo zum Beispiel zu lang war, dann hatte man da immer echt ein Problem und musste das dann irgendwie, ja, mit irgendeiner Notlösung irgendwie lösen. Also ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und hier ist es dann einfach super simpel. Da kann man einfach dann das Objekt ein bisschen kürzer machen und dann hat man dieses Problem nicht. Und das merkt man einfach so immens an so vielen Stellen. Das ist einfach richtig cool. Ich hoffe auch, dass Planet Zoo noch irgendwann vielleicht ein Update bekommt und dann auch diese Skalierungsfunktion in das Spiel kommt, weil ich Planet Zoo natürlich auch liebe. Aber das stört halt ein bisschen, dass es fehlt. Also das ist einfach bei Prehistoric Kingdom die Funktion für mich, die das Spiel richtig gut macht. Es macht so viel Spaß dadurch, man hat so viele Möglichkeiten und man wird dann wirklich auch an keiner Stelle ausgebremst beim Ausleben seiner Kreativität. Jetzt seht ihr schon mal im Hintergrund übrigens den Grundriss vom GG, den habe ich jetzt schon mal hier grob eingezeichnet, nur damit ich schon mal einen Plan habe. Diese ganzen Barrieren da, die jetzt platziert sind, die sollen aber am Ende noch verschwinden. Ihr wisst ja, falls ihr schon irgendwie Besichtigungsvideos oder so von mir gesehen habt von Planet Zoo, ich bin kein großer Fan von diesen Standardbarrieren. Ich mag es immer, wenn das Ganze irgendwie, ja, natürlich versteckt ist, also dass da irgendwie eine Felswand ist oder ein Berg oder sowas im Weg. Und genau das werde ich hier natürlich auch noch machen. Das ist nur jetzt schon mal so ein kleiner, grober Plan, damit ich weiß, wo ich was hinbauen möchte und dann schon mal das Terraforming so ein bisschen machen kann. Hab jetzt hier auch schon mal einen Dinosaurier freigelassen, einfach nur für das Größenverhältnis, weil das finde ich tatsächlich auch noch immer ein bisschen schwer einzuschätzen, weil ja, Tiere sind halt viel, viel kleiner als Dinosaurier und ich habe immer Angst, dass ich zu klein baue, aber das war hier zum Glück nicht der Fall. Also das Gehege war eigentlich schon relativ gut geplant und wenn es jetzt zu klein oder zu groß gewesen wäre, hätte ich es natürlich noch easy ändern können, weil ich noch nicht wirklich im Gehege was gemacht hatte. Das, was ich hier jetzt gerade im Hintergrund mache, also eine Brückeplan für den Dinosaurier oder für die Dinosaurier. Das war auch so ein kleiner Test von mir, weil sowas hatte ich vorher noch gar nicht ausprobiert, dass die Saurier dann irgendwie Rampen hochlaufen oder halt so eine Brücke benutzen, weil das ist ja ganz cool, weil man kann auch diese Böden halt schmal ziehen und dadurch kann man dann auch abgerundete Formen machen. Allerdings muss ich natürlich jetzt erstmal testen und ausprobieren, bis das Ganze funktioniert. Ihr habt es gerade schon gesehen, da läuft darüber. Funktioniert einwandfrei, habe ich es nochmal ein bisschen schmaler gemacht. Und auch dann läuft er noch problemlos drüber. Und jetzt ging es eigentlich nur noch darum, diese Glasbrücke dann noch vernünftig auszukleiden, sodass man das Glas nicht mehr sieht und das Ganze dann auch wirklich wie eine Brücke aussieht. Und im besten Fall funktioniert es am Ende dann immer noch, auch wenn dann die ganzen Holzsachen da drauf platziert sind. Ich kann übrigens hier auch nochmal anmerken, ihr seht ja unten rechts diesen Rotation Angle. Den gibt es tatsächlich auch bei Planet Zoo, allerdings kann man den da minimal, glaube ich, nur 15 stellen, dann 30, dann 45 und hier kann man das halt wirklich in 5er Schritten machen, das heißt, man kann sogar 5 Grad Rotation einstellen, das ist echt praktisch, weil das war bei Planet Zoo mal echt teilweise nervig, dass man dann ja halt alles manuell drehen musste und keine genauen Zahlen hatte, weil man halt immer nur Minimum 15 hatte und das einfach viel zu viel ist, wenn man so feine Drehungen haben möchte. Also das ist auch eine Sache, die bei Prehistory Kingdom viel, viel besser ist. Als nächstes habe ich dann noch versucht, die Brücke möglichst realistisch abzustützen. Dafür habe ich jetzt erstmal die Ränder so ein bisschen mit Beton versehen, dass man da ein kleines Fundament hat und das Ganze auch stabiler aussieht, weil so ein Dinosaurier, so ein Styracosaurus wiegt wahrscheinlich auch ein bisschen. Oh, was mag der wiegen? Bestimmt eine Tonne, oder? Mindestens. Wahrscheinlich sogar mehr. Ich habe keine Ahnung, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich kann es halt gar nicht einschätzen. Aber ich habe halt versucht, das möglichst gut abzustützen, dass es nicht so unrealistisch aussieht. Und habe auch versucht, möglichst die gleichen Materialien zu verwenden, wie auch schon bei der Besucherplattform, die wir vorhin gebaut haben. Also das heißt das Holz, dann der Beton und diese Metallbalken in Schwarz. Ich finde auch die Optik ganz cool. Also diese Kombination aus diesen drei Farben finde ich sehr cool. Und ich finde es auch immer schön, wenn man versucht, Materialien beizubehalten und zumindest in dem gleichen Gehege sich treu bleibt bei den Materialien, damit das nicht alles so durcheinander ist und kitschig wirkt. Das Wasser, was hier unter der Brücke durchfließt,
war mir tatsächlich ein bisschen zu wenig und ein bisschen zu klein und auch zu tief. Ich wollte halt, dass das nur so ganz flach ist. Deshalb musste ich das hier nochmal anpassen und dann auch das Terrain drumherum ein bisschen anpassen. Mit dem Wassertool bin ich von Prehistoric Kingdom noch nicht so zufrieden, muss ich sagen. Das fühlt sich irgendwie nicht so toll an. Erstmal ist es von dem Pinsel her sehr, sehr groß und man zerstört sich halt immer viel Terrain, wenn man da nochmal was anpasst und ändert. Und zweitens finde ich, dass teilweise diese Übergänge zum Land nicht schön aussehen. Da muss man dann halt echt viel mit dem Glättentool und so rumspielen, damit das nice wirkt. Und ja, das wäre halt schön, wenn das noch ein bisschen benutzerfreundlicher wird später im Spiel, weil sich das halt, wie gesagt, nicht so gut anfühlt. Aber daran ändert sich bestimmt noch was. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das noch anpassen werden, weil ich glaube, ich nicht der Einzige bin, den das stört. Jetzt stehen als nächstes ganz viel Felsarbeit und Barrierenarbeit vor uns, weil ich möchte jetzt einmal das gesamte Gehege drumherum mit Felsen abstecken und ich will auch so ein bisschen Variation damit reinbringen. Das seht ihr hier gerade schon mit so Holzbalken oder ja, Stämme sind das schon, das sind keine Balken. Das sind schon Baumstämme, so abgesägte, an der einen oder anderen Stelle, damit es halt nicht überall gleich wirkt und dann so ein bisschen Variation da drin ist. Das fand ich ganz schön. Da habe ich dann auch die Standardbarriere mit reingearbeitet. Das fand ich auch ganz passend. Unten dann noch so ein paar Felsen. Bei den Felsen kann man übrigens, wenn man große Flächen ausfüllt, auch super objektsparsam sein, weil man ja auch diesen Felsen hier zum Beispiel nehmen kann. Der ist ja sowieso schon riesig, den ich gerade die ganze Zeit verwende. Und dann noch riesig groß ziehen kann mit diesem Skalieren-Tool. Und dann hat man für eine gesamte Felswand gefühlt nur ein, zwei oder drei Objekte. Das ist schon ziemlich genial. Wenn man bei Planet Zoo so eine Wand bauen wollte, hatte man dann gleich irgendwie 100 Objekte oder sowas. Und das ist natürlich dann auch nicht so performancefreundlich. Ich lasse euch jetzt mal ein bisschen mit der Musik allein und jetzt könnt ihr euch mal angucken, wie ich das gesamte Gehege mit Felsen auskleide. Das geht in dem Spiel übrigens super, super einfach, weil diese Felsen einfach perfekt miteinander kombinierbar sind. Also das kann eigentlich jeder. Also bei Planet Zoo war es dann halt wirklich oft, dass viele Leute schlecht aussehende Felswände gestaltet haben. Und ich bin fast der Meinung, dass es hier ja fast nicht möglich ist. Also selbst die Leute, die keine Lust haben, viel Zeit zu investieren, kriegen hier wirklich auf die Schnelle eine wunderschöne Felswand hin, weil diese Felsen einfach richtig gut miteinander kombinierbar sind und super funktionieren. Aber wie gesagt, schaut selbst. Ich lasse euch jetzt mal kurz allein. Viel Spaß bei der Musik und bei dem Bauen im Hintergrund.
und schon sind wir fertig. Das ging doch super schnell und einfach. Funktioniert einfach 1A bei Prehistoric Kingdom, das kann man nicht anders sagen. Also die Felsarbeit ist wirklich mega easy und mega schnell und handlich, sag ich mal. Ich habe mich jetzt als nächstes nochmal der Brücke ein wenig gewidmet, weil die mir noch nicht so ganz gefallen hat. Und die war natürlich auch noch nicht so realistisch abgestützt. Ich meine, ich bin kein Architekt oder so, ich habe keine Ahnung. Aber ich baue da einfach halt so ein bisschen nach Augenmaß und hoffe dann, dass es realistisch ist. Ich habe jetzt hier nämlich einfach nur so ein paar Metallstützen noch eingebaut und fand, das Ganze sieht dann definitiv noch viel stabiler aus. Ich habe übrigens auch überlegt, ob ich da noch ein Geländer hinmachen soll oder nicht. Habe mich dann letztendlich aber dagegen entschieden, weil ich fand, das Geländer hat ein bisschen zu viel Sicht genommen. Und die Dinosaurier sind ja auch nicht blöd, ne? Die springen ja nicht einfach einen Abhang runter. Deswegen habe ich hier einfach nochmal das Teil so ein bisschen kleiner gezogen und dann nochmal ja, so eine kleine Kante da sozusagen reingebracht. Dadurch sah die Brücke dann nochmal interessanter aus. Und jetzt ging es als nächstes hier nochmal an den Wasserbereich. Den habe ich nochmal ein bisschen vergrößert. Und dann auch unten der Wasserbereich bei der Besucherplattform. Da habe ich dann einfach die Felsen genommen und kopiert. Das funktioniert übrigens auch richtig gut. Also man kann wirklich große Felsgruppen nehmen und diese dann einfach kopieren und so ein bisschen ineinander überlappen lassen. Dann geht das wirklich schnell und sieht wirklich gut aus und auch nicht. Es sieht halt nicht so aus, als wenn man es kopiert hätte, weil diese Felsen halt so eckig und kantig sind. Dadurch sind die einfach so gut kombinierbar. Also das ist unfassbar, wie schön diese Felsen miteinander funktionieren. Also ich finde die wirklich toll. Ich habe schon auch von ein paar Leuten in den Live-Chat gesehen, als ich das Spiel angespielt hatte, dass sie die Felsen nicht so cool finden. Aber ich bin da wirklich der Meinung, dass diese Felsen mega nice sind. Also ich finde die optisch cool und sie sind halt auch spielerisch sehr cool. Ihr könnt ja auch mal gerne eure Meinung zu den Felsen von Prehistoric Kingdom in die Kommentare schreiben. Jetzt habe ich als nächstes erstmal grob alles mit dem Terrain-Tool vorgepinselt. Da habe ich ein bisschen rumprobiert und jetzt erstmal wirklich großflächig und in voller Kraft und Farbe alles angepinselt. Also das wird nicht so bleiben. Am Ende ist natürlich immer noch wichtig, dass man die einzelnen Terrain-Texturen halt ineinander übergehen lässt und schöne Übergänge macht und auch ein bisschen variiert, dass es mal an der einen Stelle ein bisschen brauner ist, dann an der anderen Stelle wieder ein bisschen grüner. Das sorgt halt dafür, dass das wirklich natürlich aussieht. Jetzt kommen wir direkt schon zum Bepflanzen so ein bisschen. Da habe ich jetzt erstmal rumprobiert, welche Pflanzen hier ganz gut reinpassen. Ich wollte tatsächlich so ein bisschen ein waldiges Gehege machen. Und ich muss jetzt nochmal sagen, dieses ja, Pflanzenpinseltool, das habe ich ja schon sehr viel gelobt im Livestream, das feiere ich ja richtig. Und ich muss nach diesem Gehegebau sagen und nach diesem Video sagen, dass dieses Tool genial ist. Es ist einfach so gut, weil wenn man zum Beispiel hier die kleinste Größe einstellt, kann man die Pflanzen wirklich einzeln platzieren. Und das Schöne ist dann, dass die dann immer so ein bisschen in der Rotation und in der Größe und sowas variieren. Das heißt, man kann echt schnell, ohne jetzt groß da Sachen kleiner, größer ziehen zu müssen, ein Gehege bepflanzen. Und das sieht dann sogar auch echt noch natürlich und toll aus. Also das funktioniert bei Prehistoric Kingdom einfach sowas von gut und vor allem auch schnell. Und wenn man das jetzt zum Beispiel nicht auf die kleinste Größe einstellt, kann man sogar mehrere Pflanzen gleichzeitig auswählen und dann sogar einen ganzen Wald in kürzester Zeit pinseln, der dann auch komplett variiert mit den Pflanzen, die man halt haben möchte. Also das ist auch ein sehr, sehr geniales Tool. Ich habe mich jetzt übrigens sogar nochmal dazu entschieden, noch eine zweite Felsfarbe hier mit in die Felswände einzufließen zu lassen, damit das ein bisschen spannender wirkt. Das kann man natürlich auch immer gut machen, dass man irgendwie eine Felswand aus zwei Farben oder sogar drei Farben baut, je nachdem, was man halt vorhat. Das sieht nämlich immer ganz schön aus, wenn man dann nochmal so ein paar kleine Akzente da mit einer anderen Farbe setzt, dann sieht das nicht alles so wie, ja, so eintönig aus, sage ich mal. Ist eigentlich ein ganz gutes Wort. Unter Wasser durften natürlich kleine Felsen auch nicht fehlen. Diese kleinen Felsen sind übrigens auch sehr nice. Also die finde ich auch super.
Die kann man sehr gut benutzen, gerade für so Abschlüsse und ja, unter Wasser finde ich die auch sehr, sehr schön. Dann am Wasserrand habe ich auch noch ein paar Felsen platziert. Und dann ging es wieder weiter mit noch mehr Pflanzen. Da habe ich dann noch so ein paar Farne und ich weiß gar nicht, wie diese anderen Dinger heißen. Die gibt es auf jeden Fall auch bei JWE. Das sind diese Standardbüsche, die man da zeichnet. Finde ich auch immer ganz cool. Die habe ich da auch noch so an die Ränder so ein bisschen hin platziert. Da muss man dann auch immer so ein bisschen ausprobieren. Also ich mache es meistens so an Rändern und an Bäumen und sowas, dass da so Buschgruppen sind. Also so viele einzelne Büsche irgendwo zu platzieren. Immer zum Beispiel, ich habe schon oft gesehen bei Planet Zoo, dass Leute ja immer einen Meter Abstand zum nächsten Busch und dann immer wieder Büsche platzieren. Das sieht meistens nicht so schön aus. Also ich finde es immer besser, wenn man wirklich so Busch- und Baumgruppen macht und dann mal wieder eine freie Stelle und dann wieder da am Rand, wo Felsen sind, wieder Büsche und Bäume. Da muss man halt immer so ein bisschen nach Augenmaß gucken. Das kann man aber eigentlich auch so machen, wie man möchte. Ist halt Natur und Natur wächst halt, wie sie will. Deswegen kann man da eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Wichtig ist halt immer, dass es ja nicht zu gleichmäßig aussieht. Also wenn ihr wirklich immer einen Meter Abstand macht und dann den nächsten Busch, so wächst Natur halt nicht. Natur wächst halt immer durcheinander und niemals gleichmäßig. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Da habe ich hier jetzt auch noch auf dem Boden so ein paar trockene Äste gelegt und auch Baumstämme. Die können auch nicht schaden. Und jetzt habe ich dann auch noch mal selber ein paar Bäume platziert, damit ich das nochmal ein bisschen genauer anpassen kann von der Größe. Das war aber dann wirklich das Wenigste. Also das meiste habe ich echt mit diesem Tool gemacht, dass ich einfach die Pflanzen auswähle und dann mit der kleinsten Größe einfach platziere. Geht halt super fix und einfach und macht auch richtig Spaß. Also dieses Foliage platzieren, sage ich mal, auf Deutsch weiß ich gar nicht, wie das heißt. Ja, gestalten einfach nur, ne? Also diese ganzen Büsche und so zu platzieren, das hat so viel Spaß und Freude gemacht bei Prehistoric Kingdom. Das ist einfach richtig cool. Und so langsam nimmt das Ganze auch Form an, muss man sagen, ne? Also ich bin jetzt hier schon im Feinschliff. Ich gucke dann auch immer von der Seite, wo dann die Besucher stehen, wie gut ist die Sicht. Ich will ja nicht, dass die Bäume dann später irgendwie die Sicht auf einen Futterspender oder so blockieren. Deswegen ist es da immer ganz wichtig, gerade bei großen Bäumen und so, dass man guckt aus der Sicht, wo die Besucher dann auch gucken, dass da nicht gerade eine fette Baumkrone oder so im Weg ist. Mit dem Gehege war ich jetzt soweit fertig. Jetzt mussten wir aber noch die Besucherplattform gestalten und auch vor allem funktionstüchtig machen. Dafür gibt es ja diese Bodenplatten, sage ich mal. Da laufen die Besucher halt auch drauf. Das ist super praktisch. Damit kann man dann auch erhöhte Wege und sowas bauen. Und die habe ich jetzt einfach mal an den Stellen, wo die Besucher auch laufen sollen, verlegt und dann im Boden versenkt, sodass man die nicht mehr sieht. Dann sollte das Ganze hoffentlich funktionieren. Ich weiß natürlich, dass es funktioniert, denn ich nehme dieses Voice-Over ja erst später auf. Hier seht ihr die Leute auch schon. Da laufen sie glücklich und zufrieden. Leider bleiben die natürlich noch nicht stehen, die Besucher, und gucken sich die Dinos an. Die laufen einfach nur stumpf herum, aber immerhin besser als nichts. Und jetzt habe ich angefangen, so ein bisschen zu dekorieren und hier den Feinschliff auf dieser Plattform zu machen. Dafür habe ich mir jetzt erstmal den Buchstaben H geschnappt und mehrfach ineinander platziert, um so eine weiße Fläche zu erschaffen.
Und was das Ganze wird, das werdet ihr hoffentlich gleich erkennen. Ist jetzt nichts mega Besonderes oder Krasses, aber ich fand es ganz cool und passend. Ist halt auch wieder nur möglich, so gut umzusetzen, weil man dieses coole Skalierentool hat. Deswegen kann man wirklich aus riesigen Metallbalken ganz kleine Balken machen und die sehen dann aus wie in Anführungszeichen Text. Also ihr wisst, was ich meine, denke ich. Es ist einfach genial. Also es macht so viel Spaß. Man hat einfach so viele Freiheiten durch dieses Skalieren. Jetzt noch einen dicken Holzbalken schnappen und den einfach zu einem kleinen Brett machen, was dann ein schöner Rahmen für unser Schild wird. Und das Ganze dann noch an den passenden Stellen installieren. Ich hatte mir eigentlich erst gedacht, dass ich das auf den Boden stelle, aber das war dann leider doch ein bisschen zu niedrig und deswegen habe ich es dann einfach auf das Geländer gepackt, damit es auch auf einer angenehmen Höhe für die Besucher ist. Auf der rechten Seite eins hin und auch auf die linke Seite schön an die Ränder, damit die Besucher, falls sie das Schild lesen, nicht im Weg rumstehen und die Sicht blockieren. Ich hätte es natürlich auch in die Mitte packen können, aber das fand ich optisch nicht ganz so schön. Habe ich am Anfang auch ausprobiert. Und jetzt ging es schon an die Seite gegenüber von dem Gehege. Und dort hatte ich mir überlegt, einfach das Geländer zu kopieren, ein bisschen niedriger zu machen. Und dieses Geländer dann sozusagen als Rand für ein Blumenbeet zu benutzen. Hier beim Bau habe ich ein bisschen was rausgeschnitten tatsächlich, weil ich mich da oft umentschieden habe von der Form her. Das hat mir dann nicht ganz so gut oft gefallen und dann habe ich es wieder umgeändert und hin und her. Deswegen werdet ihr da jetzt nicht alles vom Bau sehen, aber so viel habt ihr nicht verpasst. Also es war halt im Prinzip immer dasselbe. Ich habe das Geländer kopiert, angepasst und dann in den Mittelbereich hier ein bisschen Erde rein, bis ich dann zufrieden mit der Form war. Ach, natürlich kommen auch noch Bänke dazu. Das darf ich nicht vergessen. Ein paar Bänke und Mülleimer dürfen nicht fehlen in so einem Park. Auch wenn die Besucher die natürlich auch noch nicht benutzen, leider. Und jetzt könnt ihr hier mal das Busch-Zeichnen-Tool im vollen Einsatz sehen. Ich habe das Ganze nämlich jetzt mal größer gemacht und ein paar mehr Bäume ausgewählt. Und ihr seht, man kann da wirklich wunderschöne Wälder mit erschaffen und auch vor allem richtig schnell und auch variabel. Also man kann wirklich die Pflanzen auswählen, die man gern hätte. Und es funktioniert einfach so mega gut. Ich habe dann hier nochmal die Blumenbeete ausgefüllt, die ich vorhin erstellt hatte. Habe mich da jetzt nicht wirklich für Blumen entschieden, weil mir das ein bisschen zu bunt und knallig war. Und vor allem ist die Blumenauswahl in dem Spiel leider noch nicht so mega gut. Deshalb habe ich jetzt einfach nur hier grüne Büsche und diese etwas gelblichen genommen zum Farbkontrast. Das fand ich ganz schön. Und zu guter Letzt habe ich dann noch den Bereich zwischen diesem Wald und den Blumenbeeten gestaltet. Ein paar Felsen dazwischen. Da habe ich dann auch wieder die beiden verschiedenen Felsfarben verwendet, die ich auch im Gehege verwendet habe. Und auch hier wieder ein paar schöne Pflanzen, wieder mit dem Zeichnen-Tool. Ich liebe dieses Tool einfach. Ich kann nicht genug davon schwärmen. Es funktioniert einfach so gut und es funktioniert vor allem so mega schnell. Und das hier ist unser fertiges Gehege. Ich habe da jetzt auch Dinosaurier freigelassen, nämlich drei Styracos. Ein Männlein, zwei Weiblein. Und für diese könnt ihr natürlich auch wunderschöne Namen gerne in die Kommentare schreiben und mit etwas Glück verewigt ihr euch dann hier. Ich muss wirklich sagen, dass das Spiel wunderschön ist. Bin auch echt zufrieden damit, was wir jetzt in dieser kurzen Zeit zaubern konnten.
Und die Tiere sind auch so wunderschön. Das hier ist das Männchen. Auch hier unten der Wasserbereich sieht richtig toll aus. Unter der Brücke sollten ja ich auch durchgehen können. Dann ist hier nochmal so eine schöne Wasserbucht. Und natürlich können sie auch über die Brücke gehen. Und hier oben können dann die Besucher hin. Oh, der chillt da sogar gerade da unten. Wie interessant. Da laufen sie auch schon fleißig. Über ihren Riesenplatz. Und hier ist dann das Infogebäude. Also ist wirklich toll geworden. Das Spiel sieht toll aus. Das Spiel lässt sich toll bedienen. Es macht mega, mega viel Spaß. Ich bin echt gespannt, was ihr so in die Kommentare schreibt, wie ihr es findet. Falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.